Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video Gradmasse. Um in diesem Video gut zurechtzukommen, solltet ihr bereits wissen, was ein Winkel eigentlich ist, wie wir seine Größe bestimmen können und welche Arten von Winkeln es gibt. Was wir in diesem Video lernen werden, ist, wie wir Winkel einfacher und genauer miteinander vergleichen können, was eigentlich ein Grad ist und wie wir Winkel ganz genau angeben können. Bis jetzt haben wir Winkel immer so verglichen, dass wir unsere zwei Winkel ausgeschnitten haben, sie übereinander gelegt haben und dann verglichen haben, welcher Winkel der größere von beiden ist. Doch das ist auf Dauer sehr ineffizient, besonders wenn wir viele Winkel haben oder wir gerade keine Schere zur Hand haben, um diese auszuschneiden, können wir die Winkel nicht mehr miteinander vergleichen. Heute sehen wir uns also an, wie wir die Winkel etwas besser miteinander vergleichen können. Und dafür bestimmen wir ein Größenmaß für Winkel, um sie direkt miteinander vergleichen zu können. Wir werden gleich sehen, wie das Ganze gemacht wird. Wir haben hier einen rechten Winkel eingezeichnet. Aus dem letzten Video wissen wir ja schon, wenn wir einen vollen Winkel haben, gehen wir einmal rundherum, das heißt einmal im Kreis, und wir landen sozusagen wieder hier. Damit hätten wir einen ganzen Kreis gezeichnet. Das heißt, in unserem Fall, wenn wir sozusagen zwischen diesen zwei Scheiteln einen Bogen einzeichnen würden, würden wir einen Viertelkreis bekommen. Das Ganze sieht dann so aus. Das hier wäre jetzt unser Viertelkreis und hier haben wir unseren rechten Winkel. Das ist deshalb so wichtig, weil wir diesen Viertelkreis als Basis für unser neues Gradmaß nehmen. Das heißt, die Grad wurden ursprünglich vom Viertelkreis abgeleitet. Dieser wird nun in 90 gleich große Teile geteilt. Das heißt, wir zerteilen diesen Bogen hier in 90 gleich große Teile. Ich zeige euch gleich, wie das aussieht. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn wir unseren Winkel in 90 Teile geteilt haben. Das heißt, wenn wir uns unseren Viertelkreis hier anschauen, wir sind einfach von hier unten 90 Schritte sozusagen hinaufgegangen. Das heißt, wenn ich 90 mal hier hinaufwandere, dann lande ich genau hier oben. Wir haben hier 90 gleich große Winkelabschnitte hier drinnen. Das ist insofern wichtig, weil wir jetzt genau sagen können, wenn wir zum Beispiel nur bis hierher zeichnen, dann können wir die Schritte sozusagen abzählen, die wir bis hierhin gegangen sind und können genau angeben, wie groß unser Winkel ist. Es gibt keinen bestimmten Grund, warum wir genau 90 Grad haben, also warum ein rechter Winkel in 90 Teile geteilt ist. Das war einfach etwas, das sich damals jemand überlegt hat und das hat sich bis heute gehalten. Das heißt, wir haben unseren rechten Winkel in 90 einzelne Grad, nennen wir das Ganze, geteilt. Wenn wir einen gestreckten Winkel betrachten, sieht das Ganze jetzt so aus. Wir haben hier einen Halbkreis, weil der erste Schenkel geht ja von hier bis hierhin und der zweite Schenkel geht bis hierhin. Und bei einem gestreckten Winkel liegen unsere Schenkel ja sozusagen auf einer Geraden, auf einer Linie. Das heißt, sie spannen uns hier unseren Halbkreis auf. Und um jetzt zu schauen, aus wie vielen Grad ein Halbkreis besteht, also unser gestreckter Winkel, überlegen wir uns, wir wissen ja, dass der rechte Winkel die Hälfte von einem gestreckten Winkel ist. Das heißt, bis hierher sind das Ganze 90 Grad. Das heißt, wenn wir von hier jetzt noch all diese Grad weitergehen, dann haben wir zweimal 90 Grad, weil dieser rechte Winkel ja hier genau zweimal unsere zwei Seiten in gleich große Teile teilt. Das heißt, wenn wir zweimal 90 Grad haben, einmal 90 bis hierher und dann von hier nochmal 90 bis hier, haben wir insgesamt 180 Grad. Das heißt, ein gestreckter Winkel besteht aus 180 Grad. Machen wir das jetzt noch einmal, das heißt, wenn wir noch einmal 90 Grad hinzufügen, dann bekommen wir schon einen Dreiviertelkreis. Das heißt, wenn wir hier zu den 180 Grad, die wir vorher hatten, nochmal 90 Grad dazugeben, dann haben wir jetzt schon 3 mal 90 Grad, einmal bis etwa hierhin, einmal bis etwa hierhin und dann hier die letzten 90 Grad. Das heißt, in einem Dreiviertelkreis haben wir 270 einzelne Gradstücke drin sozusagen. Das heißt, ein Dreiviertelkreis besteht aus 270 Grad. Wenn wir das jetzt noch ein letztes Mal machen, dann sehen wir, dass wir hier nochmal 90 Grad dazugeben und jetzt aus unseren Dreiviertelkreis einen ganzen Kreis gemacht haben. Das heißt, bis jetzt hatten wir bis etwa hierher 270 Grad und wir haben jetzt noch einmal 90 Grad dazugegeben und haben damit unseren Kreis geschlossen. Das heißt, ein ganzer Kreis hat 360 Grad. Ein Kreis besteht aus 360 einzelnen Teilen zu jeweils einem Grad. Wie wir das Ganze anwenden können, sehen wir jetzt an den folgenden zwei Beispielen.
Hier haben wir zwei Winkel aufgezeichnet, einen Winkel Alpha und einen Winkel Beta, und wir sollen wieder überlegen, welcher von beiden Winkeln ist denn der größere. Wenn wir uns die zwei Winkel ansehen, dann werden wir relativ schnell zum Entschluss kommen, dass Beta der kleinere Winkel ist, weil wir sehen, hier wird ein kleineres Winkelfeld aufgespannt wie hier. Das heißt, wenn wir beide Winkel sehen und das auch gut erkennen, dann können wir oft schon sagen, welcher Winkel größer oder welcher Winkel kleiner ist. Manchmal ist es aber nicht ganz so leicht. Außerdem haben wir gesagt, haben wir jetzt die Möglichkeit, diesen Winkeln tatsächlich eine Größe zuzuweisen. Das heißt, wir müssen nur schauen, wie viele Grad passen in diesen Winkel hier rein und wie viele Grad passen in diesen Winkel hier hinein. Ich habe es jetzt wieder so gemacht, dass ich hier die einzelnen Grad eingezeichnet habe. Das heißt, wir haben hier lauter 1-Grad-Stückchen eingezeichnet, und wenn wir das abzählen, passen hier in diesen Winkel 54 solche Grad-Stückchen hinein. Das heißt, dieser Winkel hier ist 54 Grad groß, und das schreiben wir so: Alpha, also unser Winkel, ist gleich 54, und Grad ist dann dieses Ringerl, das wir rechts oben dazu schreiben. Während wir hingegen bei Beta, wenn wir ebenfalls die Grad einzeichnen und das Ganze abzählen würden, würden wir auf 32 Grad kommen. Natürlich werden wir jetzt nicht immer die Grad einzeln einzeichnen und abzählen. Das wäre noch mehr Aufwand, als wenn wir tatsächlich die Winkel ausschneiden und immer übereinander legen. Aber wie wir das Ganze abmessen, erfahrt ihr in einem anderen Video. In unserem vorigen Beispiel haben wir recht gut erkennen können, welcher Winkel der größere ist. Jetzt kann es aber natürlich auch sein, dass wir unsere Winkel nur sehr schwer unterscheiden können. Diese Winkel sehen doch annähernd gleich groß aus. Und hier ist dieses Abmessen sehr sinnvoll, weil hier können wir jetzt einfach, indem wir die Winkel messen, sagen, wie groß jeder Winkel ist, und dann können wir das direkt vergleichen. Wenn wir das nun machen, bekommen wir die Ergebnisse Alpha gleich 44 Grad und Beta gleich 46 Grad. Das heißt, auch wenn wir sie visuell, also rein vom Anschauen, jetzt nicht so schnell unterscheiden konnten oder sagen konnten, welcher Winkel größer und welcher Winkel kleiner ist, sehen wir so sehr schnell, dass der Winkel Beta größer ist als der Winkel Alpha, weil 46 Grad größer ist als 44 Grad. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen und freue mich schon darauf, euch das nächste Mal wiederzusehen.